No. Andraste's tits, human. You know how many people want to hire onto this expedition? Look, we know you're going into the Deep Roads. You'll need to hire the best, and we're... No! You're too late. Already done. The money from this trip could fix everything. You need us. We've fought Darkspawn. Look, Precious. I don't care if you tore the horns off an ogre with your bare hands. You make him understand. We're running from your bloody Templars. Junge, das ist nicht hilfreich. Ja, nee, ich sag erstmal, ja, sei still, Junge. Der labert so eine Kacke. Wir wollen einem hier bei einem mitmachen und dann bedroht er den auch noch. I'm in charge. You do what I say. Right, brother. My brother can be a fool, but he's right about this. We are what you need. You're looking for a quick way out of the slums, right? You and every other Ferelden in this dump. Find another meal ticket. Well, back to waiting for someone to turn us in. Du hast echt keine große Hilfe, Mann. Too many refugees disappear for you to threaten people who could help us. I know. I just... How long do we work for scum who don't want us around? We need coin, status, something we can shove in that dwarf's face and keep people off our backs. And all I can think of is Uncle Gamlin. Tja, für den Gammligen mal nach Geld fragen, ich weiß es nicht. Naja. Riskant, aber ein Versuch ist es wert. You catch more flies with honey. But Gamlin's bullshit could work too. Well, he did get us into the city, right? What else can we do? We're losing ground, and I don't fancy waking up in the gallows. Hey! I knew a guy once who could take every coin out of your pockets just by smiling at you. But you? You don't have the style to work Hightown, let alone the Merchant's Guild. You might want to find yourself a new line of work. Off you go. How do you do? Varric Tethrys, at your service. I apologize for Bartrand. He wouldn't know an opportunity if it hit him square in the jaw. But you would? I would. What my brother doesn't realize is that we need someone like you. He would never admit it either. He's too proud. I, however, am quite practical. Okay, sehr geiler Auftritt. Aber woher wisst ihr, wer wir sind? What makes you so certain we can help? You know nothing about us. Oh, on the contrary. You've made quite the name for yourself over the last year. The Coterie has been squeezing smugglers out left and right, and the only group to survive owes it all to you two. The name Hawk is on many lips these days. Not bad for a Ferelden fresh off the boat. Oh, jetzt haben wir hier die Option, noch Kava zu erwähnen, aber Kava hat ja wahrscheinlich gar nichts getan, der Sack. Aber ihr gebt euch etwas zu viel Mühe für einen Fremden. Warum macht ihr das? You're going awfully far out of your way just to hire another guard. We don't need another hireling. We need a partner. The truth is, Bartrand's been tearing his beard out trying to fund this on his own, but he can't do it. Invest in the expedition. 50 sovereigns and he can't refuse. Not with me there to vouch for you. Du willst für uns bürgen? Wieso das denn? Why would you stick your neck out for a complete stranger? I'd rather take a chance on someone with your reputation than head into the Deep Roads unprepared. And besides, we'd be your partners. I'm willing to give a little trust if you are. Das ist euer großer Plan? Wir haben noch nicht mal 50 Sovereign. So wenn ich das richtig gesehen habe. I hope there's more to this, like how I'm supposed to get that much coin together. You need to think big. There's only a brief window after a blight when the Deep Roads won't be crawling with Darkspawn. The treasure you find down there could set you and your family up for life. Come on. The dwarf makes some sense. No offense. Look, you started this, and it's a good idea.
Certainly better than ending up in the gallows. We work together, you and I. And before you know it, you'll have all the capital you need. What do you say? Tja. Aber wie könnt ihr mir denn helfen? What makes you so certain you'll be useful to me? I know everyone in this city worth knowing. I can help you find the jobs you need, and if you don't need me for that, there's always Bianca. Bianca? You named your crossbow. And why not? She's a beauty. Isn't that right, sweetheart? Ja, sieht schon richtig geil aus, das Stück. Ah, warum nicht? It's not like I had anything better planned. Perfect. Kirkwall's crawling with work. You set aside some coin from every job and you'll have the money in no time. Sure, easy. But maybe Aveline's got some bounties out. She joined the city guard, right? We should talk privately when you get the chance. In the Hanged Man, maybe. I'll be there when I'm not with you. Now, let's go see what trouble we can stir up. Keep a hand on your coin, Hawk. There are more cut purses in Hightown than in the rest of the city combined. Tja, ich nehme an, dass das hier eine neue Folge ist, deswegen, ja, herzlich willkommen zu Dragon Age 2 mit dem Man King. Wir haben auch erstmal hier unseren schönen Varric getroffen. Oh ja, er ist schön, okay, es hört sich ein bisschen gay an. Ich meine unseren coolen, richtig genialen neuen Partner. Nun ja, wir wollen erstmal unserem Deppenbruder Carver hier ein paar Sachen verteilen. Hier, Stärke, komm, hast du hier. So, ich würde dann aber auch gerne mal Varric's Fähigkeiten zeigen. Trennung von mir aus. Carver ist mir echt scheißegal, ja. Varric ist ein Schurke. Stufe 4. Und seine Talente liegen natürlich etwas mehr bei Geschicklichkeit und Klugheit, ja. Obwohl Willenskraft ist auch ein bisschen wichtig, ja. Und ihr habt ja seine Waffe gefunden, ja, Bianca. Oh, Bianca geht so ab. Ihr glaubt ja gar nicht, wie viel Spaß wir noch haben werden mit Bianca. Scharfschütze. Oh, das kann ich noch nicht. Ja, wir haben erstmal so ein paar Talentbäume wie Täuschung, Sabotage, Halunke, Spezialist und Bianca. Naja, wir werden erstmal Bianca ein bisschen aufrüsten mit berstender Pfeil. Dieser Pfeil explodiert beim Auftreffen und überzieht einen Bereich mit Schrapnellen und Feuer. Ja, hört sich schon ziemlich schnieke an. Und die Fähigkeiten von Bianca werdet ihr noch früh genug sehen. Nur haben wir jetzt erstmal die Möglichkeit, hier in der Oberstadt rumzulaufen. Erstmals. Ja, das ist Kirkwall, wie es leibt und lebt. Zwerge sind hier im Zwergenviertel und handeln mit Waren oder machen Expeditionen aus, ja. Bartfern, du aller Sack, ey. Ich will es einfach nicht mitnehmen hier. Ja. Aha, ja, die kennen wir doch. Ja, hi. Bodan Fedic, Purveyor of Goods, both common and rare, at your service. And this is my son, Sandor, who is as brilliant an enchanter as you'll ever find. Say hello to the nice human, Sandor. Hello. We shall be accompanying your expedition and providing the needed supplies. It's all quite exciting, isn't it? Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt. Oh, oh Mann, endlich sind wir wieder, Bodan und Sandor wieder. Ich habe sie so vermisst. Oh. Diese beiden Zwerge haben sich einfach tief in mein Herz geschlossen und ich hoffe bei euch auch. Ach ja. Ich hoffe, Sandor sagt noch ein bisschen mehr. Es ist nämlich so süß, wenn er was sagt. Aha. Ja, ich bin auch ganz bin auch schon ganz aufgeregt. The thought of adventure does make me giddy. A kindred soul, surely. But I digress. Do you wish to peruse my wares or perhaps make use of Sandal's unique talents? Enchantment? Just so. Enchantment? Ja, Verzauberung heißt auf Englisch Enchantment. Zur Sicherheit, um es euch mal klar zu machen. Euer Sohn ist ein Verzauberer? I thought all enchanters were mages. Not at all. The fabled dwarven resistance to magic has allowed enchantment of crafts for countless ages. Granted, most dwarven smiths must work for many, many years to learn the skill. But my boy is a natural, a savant beyond compare. I like enchantment. And he enjoys his work. What more could one ask? Stimmt wohl, ja. Hauptsache, Sandal ist glücklich. Ja, ich glaube, wir haben jetzt noch nichts zum Verzaubern, deswegen kaufen wir vielleicht etwas. Let's see what you have. By all means, feel free to peruse my wares whenever you wish.
whenever you wish. Neuer Kodexantrag Oberflächenzwerge. Ich glaube, über die brauche ich nicht viel zu sagen, oder? What do you need, my good friend? Ich möchte jetzt wirklich was kaufen, hallo? By all means. Wieso kann ich nichts kaufen, hä? Ach da, ich muss auf Bodans Waren draufklicken, ach so. Ja, also Oberflächenzwerge sind Zwerge, die natürlich hier, wie es auch schon, wie man es schon auch vom Namen her merkt, leben an der Oberfläche und sind von ihrer Stadt verstoßen worden, ja. Sobald ein Zwerg an die Oberfläche geht, lebt er für die Zwerge dann nicht mehr, denn ja, die Zwerge gehören dem Stein und ihren Kasten, den Kriegern, den Händlern und den Adligen und sowas. Und wenn die halt an die Oberfläche gehen, ja, werden die rausgeschmissen aus den Kasten und werden als Nicht-Zwerge oder als Tote betrachtet, ja. Und werden auch aus den Erinnerungen, glaube ich, gelöscht. Ja, die haben ja so eine Bibliothek und so einen, ja, Typen, der alles niederschreibt, bei denen in der Kultur. Ist schon ziemlich interessant. Asala Tareva. Coole Rüstung. Als er was für ein Krieger. Wir als Magier bräuchten dann doch etwas mehr. Nicht so körperlicher Schaden, nein. Was Geiles. Mehr Feuerschaden oder sowas. Wir können den Totem dunkle Wut verkaufen und zurückkaufen wollen wir jetzt, glaube ich, nichts. Langstangenklinge. Ja. Ich glaube, die Klinge hatte Dingens Kava. Ja, die können wir auch verkaufen. Stab des freien Mannes fand ich auch nicht so geil. Was habe ich jetzt eigentlich? Habe ich noch ein Feuerteil? Kälte, nein. Wieso habe ich hier einen Kältestab? Ich will meinen Feuerstab wieder. Nee. Den abtrünnigen Stab behalte ich erstmal noch an. Aber ihr seht schon, oder was mir noch aufgefallen ist, kann auch nur eine Theorie von mir sein. Wir sehen schon ganz anders aus. Ja, Kava jetzt nicht, aber wir sind ja natürlich ein abtrünniger Magier. Oder, ja. Doch, ich kann es auch so sagen. Ja, wir sind immer noch abtrünnig, ja klar. Aber ihr wisst ja, unsere Rüstung hatten die Namen Abtrünniger, Stab des Dingensbummens oder Stab des Abtrünnigen und unsere Rüstung auch. Und ich glaube, dass man uns daran hätte erkennen können, dass wir nicht dem Zirkel angehören, denn ja, allein der Stab war schon verdächtig. Und dieser sieht natürlich aus wie einer vom Zirkel, also sehr ordentlich. Und ich denke mal, so ist es, das ist unsere Tarnung hier in der Stadt von Kirkwall, dass wir uns als einen Magier ausgeben, der freien Auslauf hat. Naja, ich hoffe mal, dass uns keiner darauf anspricht, aber das müsste eigentlich genügen, der Stab und schicke Klamotten. Naja, was heißt hier schick? Klamotten, die okay sind. Ja. Worthy! You know, Junior, it's eerie how much resemblance there is between you two. We're brothers. What's eerie about that? Oh, you thought I meant Hawk. I was talking about Gamlin. Maker, I hate you, Dwarf. Oh ja, du hast wirklich ein bisschen, siehst schon ein bisschen ähnlich aus wie Gamlin, das stimmt, so ein Gammler. Ja, worthy heißt natürlich, viel wert. Wertvoll heißt natürlich, viel wert, was laber ich denn? Ja, den habt ihr wahrscheinlich auch bei meinem Sprachvergleichsvideo gesehen, naja. Deswegen kennt ihr vielleicht die Worte, die er jetzt hier aussprechen wird. Hawk, long time no see, my friend. What if it isn't worthy, the Dwarf with the incredibly ironic name. I only advertise the truth. You aren't still working for Ethanol, are you? Your year must be up by now. Ihr seid ziemlich neugierig, was? Still trying to ferret out everyone's business, I see. Of course. How else do you expect a dwarf to make a living? I'll tell you what. I still have my old contacts. You need some rune crafting done, I can arrange it for you. Take care, Hawk. Don't get dead. Er hat Runenerstellung gesagt. Tja, finde ich ganz interessant. Mit den Runen können wir dann wahrscheinlich zu Sandal gehen, sobald wir irgendwelche Ausrüstung haben, die man aufwerten könnte. Ihr seht ja, wir haben hier nur von der Qualität der einen Stern bei unseren Sachen drauf. Schmugglerrobe. Ach ja, hier seht ihr es auch nochmal. Schmugglerrobe heißt das Teil. Und die Robe des Abtrünnigen. Das bestätigt nochmal meine Theorie, aber ist halt nur eine Theorie. Deswegen weiß ich nicht genau. Runen bestellen. Ach, soll ich das vielleicht schon mal machen? Denn hier ist ja so ein Pfeil drüber. Ach komm, ich will da draufklicken. Rune des Schutzes. Eine Rüstungsrune, die Rüstung erhöht. 37 Silber. Ach Gott, wir sind doch so arm wie eine Kirchenmaus. Guck mal da. Wie viel? Wir haben 11 Silber. Wir brauchen 50 Gold. Ein Sovereign ist, ja, ist ein Gold. Erinnert mich immer noch an die Sovereign beim Mass Effect, aber egal. Warte mal, wo war das? Ja, Dragon Age. Bei Dragon Age Origins hat mich das auch mal verwirrt. Sovereigns, Sovereigns, Sovereigns. Wieso sagt man nicht einfach ein Gold oder so? Naja. Unser nächster Anlaufpunkt wäre dann... Nein, nicht Sebastian, hä? Wer ist Sebastian? Hä? Ich bin nicht so Sebastian. Ich hatte mal einen in der Klasse, der Sebastian heißt. Und Mutis und... Oh, grausame Geschichte. Werde ich jetzt hier nicht wiedergeben. Ja, wir werden erstmal
zu Evelyn gehen, ja. Leute, die wir kennen, zu denen gehen wir natürlich gerne. Fremden, Sebastian. Wer ist Sebastian? Verdammte Scheiße. Ach ja, ich glaube, das könnte einer sein, den man durch die DLCs bekommt, die ich hier alle drauf habe. Und wir gehen jetzt hier hoch zum... Oh Gott, wie heißt das Gebäude hier? Moment, Moment, Moment. Das heißt... Ach, Feste des Vicomte, ja. Der Vicomte, das ist hier sozusagen der König. Nein, nicht der König, ich würde sagen, der... Ja, der Bürgermeister. Mit, ja, bisschen schicker gekleidet und so. Adliger Bürgermeister, kann man sagen. Und der hat hier, ja, die Befehlsgewalt über die Templer sozusagen. Weil die Templer und, ja, die arbeiten ja zusammen mit der ganzen Stadt hier, mit den Wachen und so. Ist alles ziemlich gemischt und durcheinander. Auf jeden Fall... Ja, was ich noch zu den DLCs sagen wollte. Ich habe alle DLCs drauf, die es nur gibt. Sofern ich mich gerade nicht vertue. Und das erste Mal, wo ich Dragon Age 2 durchgespielt habe, war auch nur einmal und ist auch ziemlich lange her. Habe ich keine DLCs drauf gehabt. Ich habe nur das reine Hauptspiel gehabt. Also ist das... Please stop kicking the wall. Who are you to talk to me like that, you bloody peasant? The guard will throw you out if you kick that wall one more time. You bloody peasant. Verdammter Bauer, geil. Wieso tritt er denn gegen die Wand, hä? Habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ja, auf jeden Fall dürfte das dann interessant werden, weil ich dann auch, ja, geschockt werden könnte. Bei Sachen, ach, hier kann ich mal eine Gruppe zusammenstellen, cool. Evelyn steht uns noch nicht zur Verfügung. Aber ihr seht schon, sieht ein bisschen anders aus, wohl. Ja, deswegen bin ich auch schon gespannt, was da auf uns wartet. Denn ein gutes Spiel ist nichts ohne seine DLCs. Daher alle Spiele auf ihr alle so geschnippelt werden, wenn sie rauskommen, dass man später die DLCs nachreicht. Naja. Deswegen, ah, ist das denn wieder eine Elfin? Nee, die sieht nicht schnieke aus. Scheiße. Ah, Evelyn, was geht? Schicke, ach ja, ihren Schild hat sie noch von Wesley. Der arme Kerl. Oh, und sie hat eine Rüstung an. Hui. Was geht ab? Evelyn. Hello, Hawk. That's it. What? Oh, right. Sorry. It feels like we just talked. I've been keeping an eye on you. Information is one of the few perks of this job. Watch out for Bartrand. He's a son of a bitch. Der Zwerg. Den Zwerg meinst du, falls ihr schon vergessen habt, wer Bartrand ist. Etwas Nützliches erlauscht? Nein, ihr habt mich wieder ausspioniert. You know I don't like it when you have people watch me. Saved me camping on your doorstep. After what we went through to get here, well, you're no child, but I take care of my friends. The places they have me patrolling, I've got time. Hm, ihr habt schon wieder gesehen, oder, ja, vielleicht habt ihr es auch nicht gesehen. Die deutsche Übersetzung ist irgendwie ein bisschen beknackt. Da stand, tja, ihr seid kein Kind mehr, aber ich werde mich um meine Freunde kümmern. Oder so eine Art. Und sie sagte, well, you are no child. Also nichts von kein Kind mehr. Hallo, wir haben schon seit letztem Jahr einen Bart. Als ob wir bei der Hinreise von Kirko noch ein Kind gewesen wären mit Bart. Ja, ich hatte zwar schon mit 12 einen Bart, so einen dicken, aber ich weiß jetzt nicht, ob Evelyn irgendwie nicht weiß, wann jemand ein normaler Mensch einen Bart, sich einen Bart stehen lässt oder stehen lassen kann. Ja, etwas Nützliches erlauscht. Als ob sie hier die Spionin wäre oder so. Naja. Und da stellen wir einfach mal ihr jetzt einfach mal, dass sie total viele Leute belauscht. A person in your position seems like they might learn some profitable things. You know better than to ask that. One day you'll be frustrated enough to go for it. It's like I'm sitting on my hands. There are dangerous people in this city. In fact, I might have a job for you. Let me know if you want to do a favor for Kirkwall. Otherwise, I'm here if you need me. Maker knows I could use more satisfying work. More satisfying work? Aha, achso. Sie will ein bisschen schnetzeln, ne? Wir werden auf die Fresse geben. Ordentlich. Die. Moment. Die Fressluke einschlagen, ja, genau. Fressluke fiel mir nicht ein, ja. Würdet ihr nach Pharrell zurückkehren? Ja, wieso reden wir nicht mal ein bisschen mehr über sie, um herauszufinden, wie es ihr geht? Ja. Vermisst ihr Pharrellden oder wollt ihr vielleicht dahin zurück? The Blight is over. You could go back to Lothering. That wasn't home for me. It was just where the Horde pressed us. It wasn't the first village I saw fall. But you don't get used to people losing everything. Ah.
Es war so traurig, so weg. Es war traurig, so wegzugehen. Ja, das stimmt. Ich ging nur zurück, um zu kämpfen. Wieso sagen wir das nicht? Ja, klar. I'd been away already. I don't know if I'd still call it home. Sometimes the best thing about a place is that it's where you're from. Ja, das stimmt wohl. Und seid ihr hier glücklich? Als Haupt ist glaube ich sogar Hauptmann, oder? Kann das sein? Ja. Seems like Kirkwall suits you. It has been a challenge. Lots of opportunity. If you're the type the locals want. Are you? If you argue enough, you kind of convince yourself. Ja. Und vermisst ihr Wesley? Die letzte Option ist auch interessant. It's been a year settling in. Are you all right? You don't need to coddle me. I am where I am. How close I hold my memories is my own business.